Hi, willkommen zu einem Beauty Haul und zwar einem Bath & Body Works Beauty Haul. Und es geht nicht um Kerzen. Bis jetzt kannte ich Bath & Body Works als Kerzenladen für mich persönlich. Aber ich habe irgendein Parfum gesucht und habe da nach Reviews auf YouTube geschaut und bin dann über Body Mist Hauls und Reviews gestolpert und bin total eingetaucht in diese Welt und war total fasziniert, was sich da alles so getan hat, weil ich bin in meiner Kindheit und in meiner Jugend viel mit Body Mists umhergelaufen. Das war so mein Intro in die Duftwelt. Und damals war es aber alles sehr zuckrig, süß, kopfschmerzbereitend und ja, ich wusste halt gar nicht, wie sich das weiterentwickelt hat. Scheinbar hat es sich auf jeden Fall sehr, sehr viel weiterentwickelt und dementsprechend war ich da total interessiert zu sehen, ob da was dabei ist, was mir gefällt, was ich tragen möchte und ob ich überhaupt auch einen Zweck sehe für diese Body Mists. Denn Body Mists sind ja eigentlich, sagt man immer so schön, verwässerte Parfums und dementsprechend habe ich gedacht, okay, warum soll ich Geld dafür ausgeben, dass ich etwas trage, was nicht hält? Aber ich habe auf jeden Fall meine Situation, meine Momente dafür gefunden. Und ich habe auf jeden Fall bei Bath & Body Works bestellt. Und es sind einige Sachen, die ich richtig gut finde und die ich auch schon benutzt habe, in meiner Bestellung gewesen. Und andere, wo ich sage, ist gar nicht mein Fall. Ich habe mir überlegt, das Ganze wäre spannender, wenn ich es tatsächlich ranke. Das heißt, ich habe meine Nummer 1 und der letzte Platz. Und ich würde sagen, wir fangen an mit dem letzten Platz, oder? Dann wird es immer spannender hin zum Anfang hin. Also let's go. Es hat alles damit angefangen, dass ich gesagt habe, ich möchte zum Herbst, Winter hin so einen perfekten Herbst-Apfelduft haben als Parfum, der so nach Bratapfel quasi riecht, so Apfel, aber leicht so eingekocht und mit Gewürzen und so weiter. Und ich habe Parfums, die das ja spiegeln sollen, aber es ist mir nicht genug. Und dann bin ich eben auf diese Videos gestoßen, wo viele auch sagen, sie layern Düfte, also sie schichten. Es geht los bei Duschgel, Bodylotion, Bodymist, über Parfum und dann ist das so eine feine Duftwolke, die euch umgibt. Und dann habe ich gedacht, okay, mir ist der Apfel in meinen Parfums nicht genug. Ich suche nach einem Apfel-Body-Mist. Und da habe ich eine Review gesehen zu dem Champagne Apple and Honey Fragrance Mist. Und ich muss sagen, ich bin happy, dass es sehr viele von diesen Body-Mists als kleine Größe gab. Denn es stellte sich heraus, dass ich viele nicht mag. Der hier ist mein allerletzter Platz, weil der einfach riecht wie damals Body Mist. Also der ist super synthetisch, süß, der hat mir sofort Kopfschmerz bereitet und ist so in meine Nase gestiegen, super, ja, einfach irgendwie nicht scharf, aber so, wisst ihr, was ich meine? Einfach irgendwie, boah, viel zu viel und irgendwie so ein bisschen. Ich versuche ein Parfum zu sein, bin es aber nicht und das war einfach nicht dieser saftige Apfelgeruch, nach dem ich gesucht habe. Deswegen, Und Honey rieche ich hier leider gar nicht. Dann gibt es eine YouTuberin, die macht gefühlt nur Bath & Body Works Hauls. Sie ist da, glaube ich, irgendwie auch Member und so weiter und so fort. Und sie meinte, sie hat von dem hier so viele Backups, weil sie sich in jedem Herbst, wenn der rauskommt, damit eindeckt. Und das ist einer ihrer liebsten Düfte. Und ich dachte, das könnte ich mir auch gut vorstellen im Herbst, dass ich das mögen würde. Und zwar Pumpkin Pecan Waffles, also Kürbis, Pecan, Nuss, Waffeln. Und ich dachte, oh, das klingt gut. Und sie meinte, das riecht so richtig lecker und halt, ne, so nach frisch gemachten Waffeln, leicht nussig und ja, was soll ich sagen? Der riecht nach Bath & Body Works Kerzen. Pumpkin, Spiced Candle, ihr wisst schon. Also ich habe ja früher sehr, sehr viele von solchen Kerzen zu Hause gehabt und dieser Duft ist exakt das. Also ich kann ihn mir als Home-Duft sehr, sehr gut vorstellen, aber als Parfum, also für mich riecht das absolut nach einer Duftkerze. Und ist auch sehr extrem. Also der wird den ganzen Tag halten. Der hat auf jeden Fall die Konzentration auf der Haut wie ein Parfum.
Aber ist nicht mein Ding. Ja, und das war der eigentliche Grund, weshalb ich dort bestellt habe. Winter Candy Apple. Ja, klingt eigentlich nach dem, was ich gesucht habe. Übrigens finde ich auch, dass das auf jeden Fall einen Unterschied macht von der Ästhetik her. Die Flasche in groß und in klein. Bei den großen steht auch übrigens, stehen die Noten hinten drauf, bei den kleinen nicht. Hier steht jetzt nämlich Red Apples, Winter Rose Petals, Candied Oranges, Maple Leaf, Fresh Cinnamon. Hallo? Unwrap a candied apple kissed with a hint of spice and winter rose petals. Das klingt mega schön. Ich finde aber, ich rieche von diesem winterlichen null. Also der hier riecht dem, finde ich, sehr ähnlich. Nur der hier riecht weniger penetrant und synthetisch, aber trotzdem immer noch nicht natürlich. Der hat halt nichts würzig Warmes. Also Maple, Ahorn, nix. Cinnamon rieche ich nicht. Orange, Candied, Orange. Der riecht wirklich wie so eine Apfelsüßigkeit. Hat auf jeden Fall was Frisches. Also ich würde sagen, das ist auf jeden Fall eher so ein Frühlingsapfelduft. Aber auf jeden Fall nicht Winter, meiner Meinung nach. Dann wollte ich den Klassiker haben. Und zwar Warm Vanilla Sugar. Und der wurde neu aufbereitet. Der ist wohl so ein Klassiker dort und der soll sehr, sehr gut riechen. Aber das Problem ist, dass der halt jedes Jahr wieder rauskommt und die den wohl sehr, sehr abgeschwächt immer wieder rausgebracht haben. Und diese neueste Version soll eben wieder stärker sein und intensiver riechen und die gab es nicht. Deswegen habe ich gedacht, na gut, dann fange ich mit dem Duschgel an. Das ist was, was ich auf jeden Fall benutzen kann, um erstmal auch zu schauen, wie mir der Duft an sich gefällt. Denn Vanilla ist halt was, das kann mir auch oft zu viel sein. Aber ich sag euch, also ihr habt gesehen, ich habe es gerade komplett abgenommen, ne? Ich rieche fast gar nichts. Hier steht drin, Fragrance Notes, Intoxicating Vanilla, White Orchid, Sparkling Sugar, Fresh Jasmine und Creamy Sandalwood. Gentle Non-Drying Formula, Nourishing Rich Bubbly Leather, Made with Aloe und Vitamin E. Okay, also an sich ist das Duschgel nett. Ich habe es schon mal benutzt und ich finde auch, dass das auf jeden Fall hochwertiger aussieht als die Body Mists. Auch hier mit dem Deckel finde ich total schön. Aber Warm Vanilla Sugar rieche ich gar nicht. Also ich könnte euch, wenn das nicht draufstehen würde und ich würde dran riechen, ich könnte euch nicht sagen, wonach das riecht. Es riecht ganz, 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 ganz leicht überhaupt beduftet. Vielleicht entfernt ein bisschen Vanille und ein bisschen frisch geduscht, irgendwie so leicht creamy. That's it. Deswegen bin ich jetzt echt ein bisschen underwhelmed. An sich riecht das, was ich rieche, gut. Aber, und vor allem gefällt mir auch das Duschgel und das lässt sich richtig schön aufschäumen. Aber ob ich das Body Mist probieren möchte, weiß ich nicht. Und dann habe ich gedacht, wenn ich schon mal da bestelle, dann mache ich so eine bunte Bestellung. Nicht nur jetzt für den Winter. Und habe gedacht, der Frühling und Sommer kommt ja irgendwann auch wieder, beziehungsweise die Urlaube. Und der hier wurde sehr hoch angepreist. Das ist At the Beach. Ich finde, der sieht auch total hübsch aus. Hier steht jetzt, wie gesagt, wieder nicht drin drauf, was drin ist. Aber es ist halt ein Coconut Beach Scent. Ich finde, er ist sehr linear, er ist sehr einfach gehalten, aber ich finde, Kokos-Urlaubsdüfte gehen mir sehr, sehr oft auf die Nerven und sind mir viel zu viel und viel zu stark und der ist es nicht. Ich finde, der ist ehrlich gesagt besser als die meisten. Also vom Duft her gefällt er mir echt gut. Der hat was total Frisches, frisch geduscht, aber hat so dieses leicht tropical angehauchte, urlaubsmäßige. Also ich finde den Duft richtig toll. Problem, auf meiner Haut riecht der 5 Minuten. Also wirklich, ich sprühe ihn drauf und 10 Sekunden später rieche ich dran und muss schon wirklich doll meine Nase an meine Haut halten, um ihn wahrzunehmen, bei mir persönlich. Bei mir halten aber, finde ich, Parfums auch nicht so gut. Keine Ahnung, was da los ist, aber der hält bei mir halt gar nicht. Also hier müsste ich wirklich die Hälfte dieser Flasche benutzen und wahrscheinlich das Duschgel und die Bodylotion, damit das eine halbe Stunde hält. Das finde ich sehr schade. Gleich auf ist der hier und es ist Fresh Getaway
Und da haben viele gesagt, dass das so ein perfekter Everyday-Scent ist fürs Office, fürs Büro. Kann ich total unterschreiben. Ich glaube, das ist so ein Duft, der wird jeder Person gefallen, weil der überhaupt nicht offensiv ist. Der ist total subtil, fein, modern, classy, aber nicht zu viel vom einen oder vom anderen. Der riecht auf jeden Fall blumig, leicht fruchtig. Der hat so ein bisschen vom Vibe, was von Delina von Parfums de Mali. Ja, ich finde, der hat auf jeden Fall was von Delina. Also ein Dupe-Alarm. Auf jeden Fall geht es in die Richtung. Also wenn ihr Delina mögt oder Delina vielleicht euch zu teuer ist, ihr nicht so viel Geld ausgeben mögt oder könnt, ist das auf jeden Fall eine gute Adresse. Wie gesagt, leicht fruchtig, aber so eher ins Säuerliche. Und dann aber was total Frisches und so, der macht so ein Happy Scent. Beide Düfte, die ich euch gerade gezeigt habe, finde ich richtig, richtig toll. Aber auch hier ist die Performance schlecht. Ja. Also der hält vielleicht 5 Minuten länger als der andere, aber auch sehr schlecht. Aber ich habe gedacht, weil mir die Düfte so gut gefallen, werde ich, glaube ich, tatsächlich mal versuchen, Duschgel und Bodylotion oder Body Butter oder sowas zu kaufen. Und die dann zum Frühling, Sommer hin mal zu layern, weil die Düfte sind echt schön. Dann habe ich das hier gesehen. Ich glaube, das ist eigentlich für Männer gedacht, aber das hat total in meinen Namen geschrien. Und zwar ist das Coffee and Whiskey. Und da habe ich mir die Ultimate Hydration Body Cream mitgenommen. Ich finde, das ist schon fast eine Body Butter. Und die ist so weit oben. Leider nicht aufgrund des Geruchs. Der Geruch ist gut, aber nicht das, was draufsteht. Aber die Pflegeleistung ist der absolute Hammer. Also für mich ist das mehr als eine Body Cream. Die ist super dick und reichhaltig und ich habe den ganzen Tag eine richtig merkbare Schicht auf der Haut, aber nicht so unangenehm, sondern es fühlt sich einfach richtig weich und so glänzend an. Ich weiß nicht, es sieht so richtig gut aus und es fühlt sich gut an. Und ich finde auch, dass der Duft relativ lang auf der Haut hält. Allerdings finde ich, irgendwas hat das, was so ein bisschen komisch riecht. Also Whisky rieche ich schon mal komplett gar nicht. Kaffee rieche ich auf jeden Fall. Es riecht nach Kaffee und deswegen mag ich es auch und deswegen ist es auch so weit oben. Aber es hat irgendwie so eine leicht muffige Note. Ich weiß es nicht genau, aber irgendwie geht es auf der Haut dann weg. Und die Pflegeleistung hat mich überzeugt und dass halt das überhaupt irgendwie auch nach Kaffee riecht. Ich bin halt süchtig nach Kaffeedüften. Deswegen alles, was irgendwie nach Kaffee riecht, muss ich haben. Übrigens finde ich auch, dass das wesentlich schöneres Packaging und Design ist als das, aber gut. Ja, und weil das eben für Männer war, kommt dann das Body Spray auch nicht so, sondern sieht dann irgendwie so aus. Aber an sich finde ich die Farben halt total schön. Und da muss ich aber auch sagen, hat mich nicht überzeugt. Also Whisky gar nicht, Kaffee ist hier auf jeden Fall zu riechen, aber es hat so irgendwie so einen Unterton. Keine Ahnung, habe ich irgendwie komische Assoziationen damit. Aber obendrauf liegt so eine richtig creamy, leicht gesüßte Caramel Macchiato Kaffeenote. Und das ist der Grund, warum ich das dann doch höher gerankt habe. Oh, und wo ich es jetzt in der Luft rieche, riecht es richtig gut. Aber übrigens auch hier Performance eher schwach. Also ich finde, dass das fast länger riecht als das tatsächlich. Dann kommen wir zu meiner Top 2. Zweiter Platz geht an Poppy. Ich finde übrigens, dass Poppy ein richtig schöner Name ist. Mohn. Und weil das jetzt auch wieder so ein kleineres Fläschchen ist, habe ich jetzt nicht die Noten hier draufstehen, aber ich habe es mal rausgesucht und zwar Fresh Morning Dew, Wild Poppies, Sugared Rhubarb und Juicy Pear. Wenn ihr mich kennt und mein Duftgeschmack, wisst ihr, ich liebe Rhabarber, ich liebe Birne. Und das irgendwie zusammen musste ich lieben. Es hat auf jeden Fall einen Designer-Duftcharakter, so ein ja, man hat es schon mal gerochen, so in der Art, aber irgendwie ist es weniger kopfschmerzbereitend, weniger penetrant, subtiler und irgendwie einfach so süchtig machend, finde ich. Es hat was total spritzig-saftiges von diesem Rhabarber, von der Birne.
Und dann hat es auf jeden Fall auch was Blumiges, aber irgendwie so leichte, freundliche Blumen und nicht so diese schweren Weißblüter zum Beispiel oder so. Und es hat eben auch nichts extrem Tiefes, wie viele Designerdüfte, wo dann irgendwie plötzlich Patchouli oder Vetiver oder sowas drin ist, was das Ganze für mich oft so ein bisschen zerstört. Und deswegen mag ich den echt gerne. Und der hält für einen Fragrance Mist und vor allem für die, die ich jetzt getestet habe, echt gut. Also den habe ich wirklich einige Stunden wahrgenommen, weshalb ich mir auf jeden Fall da auch die anderen Produkte kaufe, damit es wirklich den ganzen Tag hält. Und meine Nummer 1, Trommelwirbel, Midnight Amber Glow. Also der hat mich richtig verzaubert. Der riecht so gut. Also, ich sag's vorweg, viele sagen, es ist ein Dupe zu Coffee Break von Margiela, einem sehr teuren Parfum. Und ich weiß auch, was die meinen. Ich lese euch mal vor, was draufsteht. Und zwar ist hier drin Smooth Amber, Caramel Latte und Vanilla Bourbon. Und der Coffee Break von Replika ist eben auch ein Kaffeeduft, der aber nicht vor allem nach Kaffee riecht, sondern der Kaffee steht irgendwo auch mit im Zimmer. Aber der hat, glaube ich, auch so eine Lavendelnote und ist halt so ein bisschen vielschichtiger. Und ich finde, dem riecht man auf jeden Fall auch an, dass das nicht so ein linearer Duft ist. Ich rieche jetzt nach Blumen, ich rieche jetzt nach Kokosnuss, sondern man kann es erstmal so gar nicht deuten. Und der braucht irgendwie so ein bisschen und der riecht wirklich, also man riecht wirklich so die Noten nacheinander raus und der riecht super sexy, finde ich. Also der ist sexy, aber halt auch da wieder nicht so dieses Extreme, nicht so penetrant, sondern eher subtil. Der hält auch gut, ist halt auch ein Grund für mein Ranking, weil also 5 bis 10 Minuten Duft, das ist halt leider einfach nicht ausreichend. Und diese beiden hier im Speziellen haben wirklich auch bei der Performance mir zugesagt. Aber nochmal zu dem, also der ist jetzt für den Herbst, Winter einfach ideal. Der riecht für mich nach, ich kuschle mich ein, sitze vorm Kamin, snacke irgendwas und bin irgendwie gemütlich. Oder aber auch, ich gehe irgendwie auf so ein Winterdate essen oder so. Also auch so, also der riecht auch schick. Der riecht auf jeden Fall erwachsen. Das ist kein jugendlicher, super junger Duft, sondern ohne Alter, würde ich sagen. Und der hat mich echt überzeugt, weil ich muss sagen, gerade bei den ersten Düften, hier so diese Kategorie oder diese, da habe ich echt gedacht, oh mein Gott, was habe ich hier bestellt? Und ich muss auch sagen, es war sehr durchwachsen, was sowohl die Düfte angeht, als auch Performance und so weiter. Aber dann so meine Top-Düfte, da habe ich echt gedacht, wow, ich gebe nicht auf. Ich glaube, ich möchte da mehr erfahren und mehr rausfinden und mehr entdecken. Deswegen, ja, ist das meine absolute Nummer 1. Und das war's zu dem Video. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Schreibt mir gerne mal, ob ihr Body Mists benutzt oder auch vielleicht in eurer Kindheit, Jugend benutzt habt. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.